Land melden den zahlenmäßig größten Gefangenenaustausch seit Jahresbeginn. Laut Präsidialamt in Kiew kehrten 116 Ukrainer zurück, die unter anderem bei der Verteidigung von Mariupol und Cherson gefangen genommen worden waren. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach seinerseits von 63 freigelassenen russischen Soldaten. Der Ausnahmezustand am deutschen Automarkt geht zu Ende. Nach langer Corona-Flaute gibt es für Neuwagen in Deutschland wieder höhere Rabatte. Und das trotz der eingeschränkten staatlichen Elektroförderung. Einzelheiten von Katrin Müller. Ob Verbrenner oder Elektroauto, Autokäufer bekommen ihre Neuwagen schneller ausgehändigt. Die Produktionsabläufe in der Autoindustrie normalisieren sich wieder. Bei den Batteriemodellen hat US-Hersteller Tesla die Listenpreise für seine beiden wichtigsten Modelle stark gesenkt. Das heißt, es gibt dafür auch die maximale Umweltprämie, obwohl E-Autos vom Staat seit Jahresbeginn nicht mehr so stark gefördert werden. Volkswagen und Co. werden wohl spätestens im Sommer nachziehen, heißt es. Auch bei Plug-in-Hybriden mit kombinierten Elektroverbrennern Motoren gibt saftige Rabatte vom Hersteller. Und in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin nach einem 2:1-Sieg gegen Mainz zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Berliner liegen jetzt 2 Punkte vor dem FC Bayern, der erst morgen in Wolfsburg spielt. Die übrigen Ergebnisse von heute: Dortmund-Freiburg 5:1, Köln-Leipzig 0:0, Frankfurt-Hertha 3:0, Bochum-Hoffenheim 5:2 und das Abendspiel Mönchengladbach gegen Schalke endete vor kurzem torlos. 0:0. Das Antenne Bayern Wetter jetzt am Abend und später in der Nacht meistens nur leicht bewölkt oder klar bei uns in Bayern. Entsprechend rauschen die Temperaturen ordentlich in den Keller auf -2 bis -10 Grad. Am kältesten wird's in den verschneiten Tälern von Bayerwald und Alpen. Morgen der Sonntag, der startet sonnig. Von Nordwesten ziehen aber später Wolken auf und am Nachmittag kann es dann im Westen schneien. Im Osten dagegen bleibt es sonnig und trocken. Dazu morgen -1 bis +4 Grad. Schönen guten Abend auf die Straßen, das Antenne Bayern Verkehrszentrum mit der A92 Deggendorf Richtung München. Aufpassen bitte, zwischen Oberschleißheim und dem Dreieck München-Feldmoching steht ein unbeleuchtetes Pannenauto auf dem Standstreifen. Und die A94 München Richtung Passau, hier laufen zwischen Mühldorf West und Mühldorf Nord Reinigungsarbeiten auf der rechten Spur. Die neuesten Live-Blitzer bayernweit nur bei uns stehen in Würzburg auf der B19, in München in der Fürstenrieder Straße und in Gersthofen wird geblitzt in der Augsburger Straße. Habt ihr noch was für uns? Ihr erreicht uns immer kostenlos unter der 0800 994 9000. Gute Fahrt euch. Antenne Bayern in the Mix. Eure Lieblingsmusik nonstop im DJ Mix. Das ist die Show zum Stream aus der kostenlosen Antenne Bayern Webradio-Welt in unserer App. Antenne Bayern in the Mix. I'm alive again.
cherry chapstick.